Ja, hallo zu einem Video über, sagen wir mal, Anforderungsmanagement. Vielleicht noch einen Schritt voraus. Wir haben in einem anderen Video, das werde ich dann unten in den Shownotes verlinken, schon konkretes Anforderungsmanagement mit funktional und nicht funktional anhand eines Redakteursystems angeschaut, wie wir da Anforderungen dafür aufgeschrieben, aufgesetzt haben, um dann eben ein entsprechendes System auszuwählen. Jetzt in diesem Video ist quasi noch ein Schritt voraus. Das ist jetzt aber für ein ganz anderes Projekt. Und zwar geht es darum, um eine neue Webseite für die Fertigung der Firma Heco. Und ich habe da mal ein paar Fragen zusammengestellt, die ich an die Verantwortlichen aus der Fachabteilung durchgeschickt habe, um überhaupt mal rauszufinden, rauszuhören, was es für eine Webseite geben soll. Weil nur dann kann ich daraus Anforderungen formulieren, um eine entsprechende Technologie auszuwählen. Ja, jetzt sind wir quasi noch in dieser auch Brainstorming-Phase, die noch quasi ein bisschen vorher ansetzt. Generell ist es auch so, muss ich sagen, dass ich, bin auch nebenher selbstständig, öfters mal Anfragen von Kunden bekomme, die sagen, neue Webseite, könnte man das für günstig Geld machen, so quasi in 3 Stunden, vorgefertigtes Template, gibt es ja wie Sand am Meer. Prinzipiell kann man das immer machen, ist nur sehr selten eine gute Idee, zumindest wenn es um Firmenwebseiten geht, weil man dann relativ schnell an seine Grenzen stößt und dann mit einem oftmals nicht passenden System versucht, diese Grenzen zu überschreiten, was natürlich sehr ein Pain ist. Ja, wenn ich ein Auto mit 50 oder 60 PS habe, ja, dann wird es auch schwierig, da mit 250 zu fahren, ja, das kann man sich vorstellen. Und dadurch wird es dann oftmals teurer. Und was aber nicht teuer ist, dafür braucht man nämlich zum Beispiel auch nicht jemanden wie mich als extern, sondern ja gut, vielleicht um die Fragen aufzuschreiben. Aber da hört es schon auf. Im Prinzip kann man viel Geld sich sparen als Firma, wenn man sich vorher genügend Gedanken macht, was möchte ich, welche Zwecke verfolge ich mit der Webseite. Und dann kann es sich durchaus ergeben, ja, dass ich als Externer sage, wenn ich dann das anschaue und mir das erzählt wird, ja, machen wir mit Template, ist in 3 Stunden fertig, gut und günstig. Ja. Aber oftmals ist es eben nicht so. Ich habe auch noch ein anderes Video mal dazu gemacht, wie wichtig es auch ist, eben Zeit in diese Anforderungen zu stecken, weil das holt dieses Geld oder diese Zeit, die man da reinsteckt, holt man später locker wieder raus. Und jetzt habe ich mal so einen konkreten Fall, wo ich das zeigen kann, was alles eigentlich so gedanklich in einer Webseite stecken kann. Unsere Fertigung soll eine eigene Webseite bekommen. Jetzt habe ich denen mal diese Fragen geschrieben, die ich jetzt erläutere. Haben wir dynamische Inhalte, also zum Beispiel Daten aus PDC? PDC ist deren Programm und es läuft natürlich intern und die Webseite läuft irgendwann läuft dann extern. Aber egal, ob sie auch intern laufen wird, es geht darum, sollen quasi Daten, wie sie in diesem Programm sind, auf der Webseite wiedergespiegelt werden. Also beispielsweise bei PDC ist es nicht der Fall, aber generell so Bestände wäre ja so ein Punkt. Ne? Man möchte quasi seinem Kunden die Bestände auf der Webseite anzeigen und das möglichst sehr aktuell. Also bestes Beispiel ist Amazon, ne? Wo ich eigentlich sehen möchte, ist das Produkt gerade verfügbar und kann ich es mir gleich liefern lassen. Also dann würde ich es hier kaufen, ansonsten kaufe ich es woanders. Das sind so dynamische Inhalte, die sogar von Drittsystemen kommen, die man quasi einbinden muss. Also hier geht es einfach um den Gedanke, muss ich Drittsysteme anbinden und muss ich quasi Live-Daten anbinden. Dann haben wir besucherspezifische Inhalte. Das heißt, ist die Webseite pro Besucher ja, zu gestalten oder mit Inhalt zu versehen. Ja, das heißt, man müsste ja da eine Benutzererkennung machen oder eben ein System, wo man sich einloggen kann, um eben um benutzerspezifischen Inhalt zu sehen. Oder zum Beispiel wiederkehrende Besucher, dass man die erkennt, indem man einen Cookie setzt und sagt, okay, denen zeige ich das Ganze ein bisschen anders an oder ich zeige einen anderen Inhalt an. Zum Beispiel herzlich willkommen zurück, ja, statt einfach nur herzlich willkommen auf unserer Seite. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Sowas in die Richtung, das kann sehr häufig interessant sein, weil man dann diese einzelnen Kundengruppen, zu denen wir gleich noch kommen werden, einfach besser adressieren kann. Welche Art von Inhalte haben wir? Das ist sehr wichtig, was die Redakteure, also oftmals soll ja selbst gepflegt werden können. Das heißt, die erste Frage schon wäre, sollen Redakteure hinten dran Inhalte selber pflegen können? Oder ist es okay, wenn es einfach nur der Entwickler macht? Dann macht es aber nur Sinn, wenn das sehr selten vorkommt. Ansonsten wird es eine teure Geschichte, wenn man immer Entwickler die Inhalte pflegen lässt.
Und wenn dem so wäre, dann was für Inhalte? Reden wir hier nur über Texte und Tabellen, also relativ einfachen Inhalt, oder über komplexe Bildergalerien mit Videoeinbindung, interaktive Grafiken? So eine interaktive Grafik könnte zum Beispiel eine Landkarte sein, wo man die eigenen Firmenstandorte, wenn man drüber fährt, zeigt es einem schön an. Ist in Berlin, das Bundesland Berlin wird blau und so weiter. Oder eine interaktive Zusammenstellung von Produktanfragen, indem man flexibel, also Durchmesser, Winkel und so weiter zum Beispiel vom Produkt angeben kann. Ja, also da merkt man schon, was für unterschiedliche Inhalte es eigentlich gibt. Ja. Dann wird die Webseite mehrsprachig, da habe ich offensichtlich D vergessen, wird die Webseite mehrsprachig ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man hier sich keine Gedanken gemacht hat und hat ein System, was keine Mehrsprachigkeit bietet, dann kann man im Prinzip sagen, hat man die Webseite umsonst aufgesetzt, kann wegschmeißen und wieder von vorne anfangen, weil das auf ein System draufzustellen, was nicht für Mehrsprachigkeit gedacht ist, also sollte man nicht machen. Wie oft ändern sich die Inhalte? Wollt ihr selbst regelmäßig neue Inhalte publizieren? Also, das war jetzt genau der Punkt, den ich oben angesprochen habe. Wie gesagt, ich habe mir da gar nicht lange Gedanken gemacht, sondern einfach mal runtergeschrieben. Das hätte eigentlich weiter oben kommen sollen. Dann wollt ihr Webseiten mit einem eigenen YouTube-Channel oder einem Blog flankieren. Das pusht die Seite auf Google enorm. Ich habe da als Beispiel wirklich meinen eigenen Auftritt. Ich habe es selber gemerkt, also der Content macht eigentlich das meiste aus. Wenn man guten Content gerade auf den Social-Media-Kanälen bietet, dann pusht einem das auf Google extremst. Das werden wahrscheinlich professionelle SEO-Verantwortliche, also quasi dieser Job der Suchmaschinenoptimierung, den es ja tatsächlich gibt, die werden es wahrscheinlich noch genauer erläutern können. Aber mir ist auf jeden Fall klar, wenn man auf Social Media Kanälen unterwegs ist und dann immer schön zurückverlinkt auf die eigene Webseite, dann pusht das extrem. Das müsste man auch im Vorhinein wissen, um sich über diese Integration Gedanken zu machen, ob das System, was man sich aussucht, eben schon out of the box eine Integration für den eigenen, was weiß ich, YouTube-Channel bietet. Ja. Benötigt die Auswertung? Ganz wichtiger Punkt, also als Firmenseite, ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, ohne Auswertungen zu arbeiten, also dieses Tracking. Obwohl ich da auch sage, bietet immer dem Kunden die Möglichkeit, Opt-out zu gehen und sich nicht tracken zu lassen, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auf unserem IT-Abteilungsblog auch was zugeschrieben. Wenn ihr das gerne lesen würdet, schreibt mir kurz in die Kommentare, dann gebe ich euch den Link. Das Tracking schauen wir uns gleich nochmal an, warum ich das so wichtig finde. Da habe ich unten ein paar Beispiele zu. Dann soll die Seite möglichst stark für Google optimiert werden. Da muss man natürlich auch einiges beachten, wie man die Seite dann, also vom Quellcode her aufbaut. Oder ob quasi das System, was man aussucht, das möglichst schon out of the box bietet. So ein Punkt wären beispielsweise sprechende URLs, dass ich eben nicht eingeben muss, was weiß ich, www.hilco.de/123459, so eine Nummer quasi, sondern dass ich da eingeben kann, slash Flansche beispielsweise. Soll es einen Download-Bereich geben, ist natürlich auch relevant, weil dann muss man dem Redakteur die Möglichkeit bieten, entsprechend Inhalte hochzuladen, vernünftig zu verlinken und so weiter. Falls möglich, schreibt schon mal die grobe Struktur auf. Also Ober- und Untermenüs ist auch so ein wichtiger Punkt, wobei das primär eigentlich für die Designer sogar relevant ist, damit die wissen, wie sie das Design machen müssen, je nachdem, wie die Menüstrukturen sind, wie weit es ausklappen kann und in die Breite gehen kann. Ist nicht mal so sehr wichtig für die Entwickler, muss ich sagen. Falls möglich, beschreibt die typischen Besuchergruppen, die ihr erwartet, also zum Beispiel der Ingenieur von der Baustelle, das Architekturbüro, was weiß ich, im Gebiet XY oder im Bereich XY. Das wäre für mich sogar noch eigentlich das allererste, mit was ich anfangen würde, wenn es um eine neue Webseite geht. Man spricht auch gern von sogenannten Personas, das sind so archetypische Repräsentanten der Gruppe. Also zum Beispiel Jonas ist, was weiß ich, 20, macht gerade seine Ausbildung und ist logischerweise, weil er in den 90er Jahren geboren wurde, sehr IT-affin, kennt sich gut mit aus. Für den machen wir eine Webseite über, was weiß ich, irgendein Thema, ja. Und das gibt sehr viel Aufschluss darüber, wie die Webseite am Schluss gestaltet werden muss. Demzufolge auch für uns Entwickler interessant, um wissen zu können, was muss man machen, was muss man, auf was muss man uns vorbereiten. Ein Beispiel,
Tracking. Das spielt ins Tracking rein, weil möchte ich dann zum Beispiel tracken, ob es wie viele wiederkehrende Besucher wir haben, also wie viele quasi Stammkunden. Wenn aber der typische Besucher, also diese Persona quasi ohnehin immer nur über Google kommen, also dass wir selten wiederkehrende Kunden haben, weil es Individuallösungen sind, die einmal quasi in Auftrag gegeben werden und dann ist der Kunde im Prinzip auch schon weg. Ja, dann brauchen wir über sowas keine Gedanken zu machen. Soll die eigene Marke im Vordergrund stehen oder soll die Zugehörigkeit, Kooperation mit Teco.de und Heltec Online klar werden? Interessanter Punkt. Ich hatte vor kurzem mit einer Unternehmensgruppe, da waren drei Unternehmen eingegliedert, den Punkt, die hatten ein paar alte Seiten und bei den alten Seiten war eher so der Fokus auf jedes Unternehmen für sich. Und ich habe dann mal zur Disposition gestellt, was wäre, wenn man quasi so die Gruppe hervorhebt? Hat ja natürlich auch einen Vorteil, weil dann weiß der potenzielle Kunde, da hinten dran steckt eine Unternehmensgruppe. Und ja, das macht einfach so ein bisschen solideren Eindruck, ein bisschen stabileren Eindruck. Und da das jetzt eben eine Tochterfirma von uns ist, diese Fertigung, war die Frage, ob man quasi zeigen möchte, dass es zur heco.de gehört und es so ein bisschen ja, integriert. Gibt es Beispielseiten von Mitbewerbern? Also das kann ein Beispiel, weil man sich jetzt fragt, warum muss es ein Entwickler wissen? Also ein Beispiel könnte sein, dass man mit Subdomains oder mit, ich zeige es gerade mal vielleicht bei einer Unternehmensgruppe, wo wir das jetzt gemacht haben, weil da nicht ITler versteht es vielleicht jetzt nicht so genau. Und zwar ist es einmal beratext.com. Wie man sieht, beratext.com leitet weiter auf bernauer-group.com und ist da eben eine Unterseite, aber ein richtig schon eigenen Bereich. Das ist trotzdem noch die eigene Firma hier. Aber hier haben wir dann auch gleich Bernauer Gruppe. Und jetzt gäbe es zum Beispiel noch Kunststoffwerk Glar. Das würde dann aufs Gleiche führen. Wichtig ist eben hier in der URL. Ja, für sowas muss man das wissen. Das macht es auch ein bisschen schwieriger beim Tracken, weil man dann beim Tracken das auseinandernehmen muss, um zu wissen, welcher Kunde war auf Beratex, welcher war auf Kunststoffwerk Glar und so weiter. Ja, das war jetzt so dieses Beispiel, was ich erwähnt hatte mit der Unternehmensgruppe. Und deshalb muss man sowas sich auch vorher überlegen. Gibt es Beispielseiten von Mitbewerbern? Ist auch immer gut zu wissen, was die Mitbewerber machen, wobei ich immer ein Fan davon bin, da gar nicht so sehr drauf zu achten, sondern einfach möglichst stark nach vorne rennen. Und wenn die nur damit beschäftigt sind, einem was nachzumachen, das haben wir tatsächlich bei der Firma Heco, dass viele Mitbewerber einfach die Seite von uns kopieren, dann werden die selber schon innovativ und könnten uns abhängen. Ja, dann finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Soll es einen Online-Shop geben? Das dürfte sich auch jeder im Klaren drüber sein, dass das natürlich nochmal ein Brocken für sich darstellt, allein schon die rechtlichen Sachen, die man dabei klären muss. So, und jetzt kommen wir zum Tracking, was ich vorhin gemeint hatte. Ich bin ja, wie gesagt, ein Fan von Tracking und habe hier mal ein paar Beispiele zusammengestellt. Es war allerdings jetzt nicht für dieses Projekt, das habe ich nur mit rangehängt, weil ich das mal für einen Kunden durchgeschickt hatte. Was man einfach so als Infos mit reinnehmen oder raushören oder rauslesen könnte, wenn man Tracking vernünftig umsetzt, was dann die eigene Firmenstrategie durchaus beeinflussen kann. Ja, aus welchen Ländern verzeichnen wir die meisten Besucher auf unserer Seite? Aus welchen Ländern verzeichnen wir die meisten wiederkehrenden Besucher auf unserer Seite? Warum? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Deutsch und Englisch übersetzt habe und ich habe 30% Aufrufe aus, was weiß ich, Frankreich oder Spanien, ja, dann macht es doch Sinn, da diese Sprache zu übersetzen. Ja, das ist zum Beispiel was, wo man dann, oder vielleicht sogar einen Außendienstler in diesen Ländern mal rumgehen zu lassen. Vielleicht kann man da ganz neue Geschäftskunden akquirieren. Ja. Also da sieht man schon, wie Tracking eigentlich sogar tatsächlich die Unternehmensstrategie, zumindest aber mal die taktischen Ziele beeinflussen kann. Welche Besucher verweilen besonders lange auf unserer Homepage und welche schauen sich besonders viele Produktseiten an? Ist auch immer ein wichtiger Punkt. Beispielsweise Facebook ist ja richtig geil drauf, immer mit rauszuhauen. Ja, die Besucher, die zu uns kommen, die bleiben auch eine Stunde am Tag auf unserer Seite. Da kann man sich vorstellen, da kann man auch schon einiges rauslesen. Über welche Suchbegriffe kamen neue Besucher auf unserer Webseite? Ja, das ist natürlich ganz wichtig, wenn man eben diese Google-Optimierung machen möchte, dass man kontinuierlich die Google-Optimierung durchführen muss. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Das macht natürlich Sinn, alle Halbjahr oder spätestens mal alle Jahr hier zu prüfen, wo müssen wir noch quasi die Webseite um Informationen anreichen, damit Google einen dahin führt. Ja.
Beispiel Rückschlüsse, in welches Land lohnt sich mehr aus? Also genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Zahlen sich Werbemaßnahmen aus? Das ist auch so was Interessantes, wenn ich zum Beispiel bei Google AdWords Werbung schalte und dadurch mehr Kunden auf unsere Webseite bringen, weil die eben in den Trefferlisten ganz oben auflaufen, dann sehe ich gleich, zahlen sich solche Werbemaßnahmen finanziell allein schon aus. Ja, das waren mal so ein paar Beispiele, warum Tracking Sinn macht. Im Prinzip könnte ich da ein eigenes Video zu machen. Wenn euch das interessiert, sagt es mir, dann mache ich da ein Video dazu. Und ich hoffe, ich konnte denjenigen, die jetzt vor so einem Problem stehen, sie müssen eine neue Webseite machen, ein bisschen helfen, mal ein paar Tipps, also ein paar Vorschläge, worauf sie achten könnten. Aber wie gesagt, das ist sehr unternehmensspezifisch. Und auch denen, die denken, man kann das einfach so in 2 Stunden machen. Man kann es in 2 Stunden machen, aber nehmt euch lieber die Zeit, tut vorab, euch gut überlegen, was ihr mit der Webseite erreichen wollt. Wenn es sich dann rausstellt, man kann die tatsächlich in 2 Stunden machen, ist ja gut, dann habt ihr nicht so viel verbraten. Aber es wird sehr teuer, wenn man sich dafür für ein falsches System entscheidet. Und Kommentare und Feedback höre ich immer gerne. Macht's gut, tschüss.